Hi, willkommen zurück bei XCOM 2 War of the Chosen. Wir sind hier bei der Operation Schwarzer Hund. Das ist ja ein dicker Hund hoffentlich. Oder hoffentlich nicht. Kriegen einen Ingenieur eventuell und Ende noch nicht Info. Die Informationen sind wichtig, die Ingenieur eher nicht. Die Mission ist sehr schwer. Ja, da war ein sehr gutes Team dabei. Jetzt nicht das Beste. Aber doch schon ein gutes. Nico kann sogar schreddern. Der Stefan hat Sturm und Schuss. Ich glaube, das kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Wir haben unser neuer Scharmützler-Kernel dabei. Das ist doch in Ordnung. Und wir versuchen die Kills nicht mit dem Tim und nicht mit dem Scharmützler zu machen. Also wenn wir die Wahl haben, wenn Gegner weg müssen, dann müssen sie weg, keine Frage. Aber ansonsten sollte die andere paar Kills holen. Weil die sind eher Schmajore oder noch eventuell sogar Captains. Das müssen wir ändern. Aber sowas von. Irgendwie. Der Raffi und der Ronny, die haben gut aufgeholt, weil vorher war ja der Nico und der Stefan so unser Top-Team, was die Grenadier und Scharfschützen angeht, aber irgendwie haben sie dem Nico und dem Stefan den Rang abgelaufen. Ich glaube, irgendeine Verletzung oder so. Irgendwie. Das brauchen die zwei auch noch ein bisschen Zuwendung. Die soll jetzt zumindest nur Majore werden. Das wäre so ein Ziel. Ziemlich gutes Ziel. Der Templar, der wäre ein guter Colonel. Der Holly sowieso. Schauen wir mal. Und so langsam aber sicher müsste wirklich nur die Attentäterin kommen, weil die war wirklich schon lange im Mido. Und wenn wir jetzt den Avatar-Projekt ein bisschen zurückgedrückt haben mit unserer versteckten Aktion, dann müssen wir wirklich mal Jagd auf das Versteck machen. Dann müssen wir mal killen. Ich will vor allem das Schwert haben. Oh, wir setzen den Schädelstecker gegen einen Codex ein. Das wäre natürlich nice. Oh. Das ist, oh, wir haben Verstärkung von Widerstand. Sehr schön. Allerdings nur der Holly ist verborgen, aber... Commander, dieser Codex bietet uns die ideale Gelegenheit zum Infiltrieren des Advent-Netzwerks. Wir müssen ihn mit dem Schädelstecker angreifen. Das ist interessant, das ist interessant. Nico, ja, Nico, mir gucke, was du tolles machst. Stefan. Oh, würde mal gleich triggere. Ist jetzt eigentlich auch nicht so das Problem, wenn man die triggere, finde ich. Ich behaupte, oder? Wer groß was mache, kann ich nicht. Die triggere mal einfach. Haben wir eine Codex. Was kann schon passieren? Berühmte letzte Worte. Wir hatten unser Schädelstecker Tim. Der Tim kommt sogar in die Nähe von dem Codex. Das ist gar nicht so schlecht. Du bist unser VIP. Das heißt, du gehst erstmal hier in Deckung. Stefan. Ist die Frage, soll ich denn der Kerl infriere? Gerade überlegen. Achso, das ist die Abklingzeit. Sensenmannhammer. Nico, was ist denn eigentlich? Warte mal, ich habe jetzt noch nicht viel bewegt. So, warte mal, wenn ich nämlich das hier mache, so rein theoretisch, dann habe ich nur den Avatar und diese komische Schwangefähig. Jupp, ein kleiner Informationsspeicher, finde ich gut.
Wir haben nichts getriggert, ist schon mal sehr schön. Du könntest aber ein bisschen näher kommen, hätte ich gar nichts dagegen. Oh, wir haben doch was getriggert. Feuerschutz, was fällt dir ein? Wo gehst du hin? Hallo? Kloppt oder was? So, blitzschnelle Hände. Daneben. Das ist nicht gut. Ich erfriere denn doch mal schnell. So. Mit dem müssen wir uns da nicht beschäftigen. Das da wäre natürlich sehr nice. 60%. Das kann ja wohl nicht sein. Stefan. Stefan sieht momentan nur Annie. Die, wo ich nicht brauche momentan. Was ist denn mit dir? Das ist ärgerlich. Der ist auf total schlecht die Stelle gelaufen. Muss ich sagen. Christian, kannst du nichts machen? Nein, kann er nicht. Der Holly. Schusshagel. Ja, das muss jetzt Sinn. Ich muss dann hier wegrennen. Das ist zwar ungut, aber durch die ist doch viel besser. Ja, ist egal, nicht so wild. 78. Das ist gut, wird da eventuell ein bisschen geschreddert. Oder auch nicht. Du könntest auch vorbeischießen. Super, Stefan. Hygiene Heap 60%. Hört meinen Angriff. Yo. Und das war jetzt eigentlich nur, dass er woanders da hinkommt. So, da bin ich doch schon eher richtig. 88%. Sorry, Nassim, aber du. Ach doch, du kannst doch. An hier hingehen. So, warte mal. Fertig, schade. Das muss doch noch so marsen. 88. Habe ich denn hier Panzerbrechend, ja? Sehr schön. Wow. Sehr schön. Ach, hey, was machst denn du da oben? Hast du. Warte mal. Gerechtigkeit. Das wäre natürlich auch was, aber ich hätte jetzt eigentlich eher das du erwartet. Dann kann ich hier noch ein bisschen in Deckung gehen. Müsste ich ja eigentlich auch sehen von hier aus. Habe ich hier einen Stock dran? Weiß ich gar nicht. Überragender Schaft habe ich. Okay, umso besser. Umso besser. Hopp. Sehr schön, Christian. Kann jetzt nicht allzu viel machen. Erfriere war jetzt unnötig, aber gut, zumindest sind wir so los. Tim steht halt absolut schlecht hier. Nothing's impossible. So. Oh,
Ah, okay, alles klar. Es wäre nicht so, dass ich es nicht erwartet hätte. Okay, mir hat einfach nicht auf so schießen, wenn Feinde. Generell Feinde in Nähe sind schlecht. Also erst mit den Feinden aufräumen, bevor wir auf sie gehen. Das ist halt so. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, aber das da ist gut. Spröde und eine Templer haben wir alle bei. Insofern. Könnte schlimmer sein. Ihr werdet zumindest ehrenhaft sterben. Ach, sieh mal dann noch. Sehr schon müsste Tim überleben. Vorsicht da draußen, die ältesten Attentäterin rückt ins Einsatzgebiet vor. Ja, nur eine taktische Analyse, das finde ich schon mal gut. Kritisch, 2. Super. Ich stehe unter Beschuss. Einem Dings hat das gar nichts gemacht. Erst leiden sie, dann sterben sie. Bullets, how convenient. So. Wir sehen denn eine andere nicht. Also war ärgerlich. So, Stefan, gehen wir hier hin. 80, was schon mal Ansage. Meine Ansage. Timmy. Tim, ist alles gut. Du bist noch. Hast noch jede Menge Energie. Warte mal, kann ich The Kill jemand anderem geben? Kommen wir hier wieder runter. Du machst eh schon mal gar nichts. Die Ältesten halten für dich und deinesgleichen einen Platz unter den zerbrochenen und verlorenen Dingen dieser Welt. Christian ist bestimmt immun gegen alles, gell? Der hat Bollwerk. Oh, das kann ich, das reicht gar nicht. Holly. Ich will hier nicht unbedingt hin. Da habe ich denn alles. Achso, ihn habe ich noch. Das ist ja sehr schön. Einmal frei. Durch das Tragen dieser Waffe. Dann kann jetzt. Egal. Ein präziser Hieb der Macht. Ja, die Explosion ist egal. Das ignorierte Christian, der ist nämlich immun. Der gute Holly. Der Tim kann nur auf jeden Fall killen. So ist es nicht. Aber wir probieren mal mit dem Holly. Jo, einmal frei. When I say goodbye, it's forever. So, so, das war es eventuell nicht ganz so gut, aber. Na, mein Gott. Back to the grind. Gut. Es wäre eine Möglichkeit, was wir machen. Wir warten einfach hier, bis sie kommt, genau. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier, da würde ich sagen, bleiben wir mal hier auf dem Highground. Au, oh, wunderbar. Wunderbar, 100%. Wow. Wow. Jetzt muss ich überlegen. So, jetzt muss ich hier ein bisschen. Stefan, würdest du einfach. Allerdings wäre es auch okay, wenn man Sturm und Schuss genau direkt neben Wasser. Genau, das ist spröde. Ne, genau, wir müssen hier direkt neben Wasser gehen.
Sturmmundschuss. So. Okay, let's go. Stefan, du machst den Anfang. Ja. Ist klar. Herr Ursulavara, lass uns mal anfangen, bitte. Auserwählte in Reichweite. Angriff. Lass uns mal bitte anfangen. Das ist nämlich vom Vorteil. Wir haben nämlich jetzt Holo-Targeting-Kopf. Wir haben sie geschreddert. Sicher. Wo ist denn unser Templarino? Nee, am besten nicht so. Diese Welt gehört uns. Ende 20. Wow. So. Was wir jetzt mal? Nee, nicht du. Du. Kampfpräsenz. Nicht auf dich. Kampfpräsenz auf unser Templer. So. Ein Kampfpräsenz. Nicht auf den Stefan. Nicht auf dich. Kampfpräsenz auf den Christian. So, was du machst. Nummer gehöre ich aufs Maul. Sehr schön, du hast nur noch 11. Ich habe viel größere Kräfte als das gesehen. Das ist hier schön für dich, muss ich sagen, aber 11. So, kommen wir hierher. Ne, wir müssen so direkt ins Gesicht schießen. Zack. Gut, zwar es bei der Tim, wo der Kill gemacht hat, aber egal. Die musst weg, die hat nur gestört. Wie gesagt, dass diese negative Eigenschaft, wo sie hier hat, spröde, die ist halt, die kann man halt wirklich richtig gut ausnutzen. Hervorragende Arbeit, Commander. Das ist immer gut, wenn die gelingen. Aber zumindest haben wir uns die Auserwählten einen weiteren Tag vom Hals gehalten. Ja, ja, genau. Das war jetzt kein Problem und die gehen wir auch bald besuchen. Der Holly ist sogar noch verborgen. Das ist sehr schön. Verborgene Magazinerweiterung. 2 PKS. Finde ich gut. I'll take it. So, Nico kommt auch mal ein bisschen näher. Gut. Holly. Oh. Not hiding, hunting. Not hiding, hunting. Einwandfrei. Stefan, mal hierher. Nachladen, das heißt, ich werde jetzt nichts angreifen. Tim könnte eventuell. Ah, komm. Oh, das ist. Doch, das ist der Tim. Doch brauchen wir nicht nur laden, das ist schon okay. Okay. Du Schnurlader am besten. Komm hier hin. Du bleibst am besten da. Du kommst am besten hierher. Ja, Schnurlader, immer gut. Christian. Geh mal hier hin. So, Holly, wir schon mal hier in Deckung, nicht, dass du jetzt irgendwie aufgedeckt wärst. Nico, das ist in Ordnung, denke ich. Wenn ich jetzt so Distanzschutz mache, okay, gut, war bestimmt okay. Fehler. Gucken, ob die noch im Dach sind.
Okay. Codex Prime. Oh, Echo-Granat. Das wäre so gut. Der Holly steht aber auch schlecht. Hab ich schon verbraucht. Ärgerlich, ärgerlich. Ich nutze das immer, indem ich ein bisschen näher komme. Roger that. Komm mal bestimmt mal. Immer drehen. Ups. Du bleibst schon bestimmt hier. Du gehst hier hin. Christian, du machst gar nichts am bestimmt. Das du weißt ich nicht, was ich mache. This is boring. Copy that. Ich werde nicht zurückweichen. Ja, geh in Deckung. Was tun wir hier? Wer ist denn dein Kollege? Der Christian. Komm mal runter. War zu heiß. Eventuell, Stefan, wie schaut's eigentlich? Na naja, okay, gut, du stehst momentan auch schlecht. Stefan. Komm mal hier, ja? Oh yes, das ist doch. Trefft die das eigentlich oder? Das wäre eigentlich richtig gut, oder? Ich habe jetzt aber mich schon immer bewegt, oder? Genau, da warte mal am besten noch ein bisschen. Und wo Stefan, gehen wir genau hier. Das ist noch besser. Tim. Christian. So, hast du unter dem Kellerloch hochgerettet? Niemand kommt vorbei. Von ihm macht sie schon gar nichts. Okay. Nico kommt ein bisschen näher. So. Stefan. Ich hoffe, dass die da oben stehen und dass es das halbe Gebäude weghaut. Zumindest das Dach. Das wäre natürlich. Hohoho. Das war doch witzig. Damit haben sie nicht gerechnet. Das kam so aus heiterem Himmel. Huch, wow. Express Elevator to Hell going down. Warte mal, ich. Oh, das ist doch richtig nice. 10 bis 11. Wow, 2 Kills mit einem Schlag. Nee, nicht ganz. Ende hat er noch, aber Endkill. Okay. Oh. Oh. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut, aber es ist auch noch nicht schlimm. Mit schnelle Hände. Gucken wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Leider nicht. Leider nicht.
Tim, du musst irgendwie in Deckung. Wie kriegst du denn der Elite-Angreifer mit seinen 4 Punkten? Prozent. Ah, daneben. Ach, ärgerlich, Tim. Was hätten wir gebraucht? Nein. Egal, Tod ist tot. Also Mimic Beacon, das wäre so eine Sache, würde ich sagen. Olli, du bist noch so schön verborgen. Das könnte bitte so bleiben. Nico, hopp dann, hau ne weg. I like to think of myself as an artist. So. Du kommst auf jeden Fall näher und ich glaube, ich nutze ein Mimic Beacon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ein Phantom dort drauf anspringt, aber der Codex tut das auf jeden Fall. Du machst gar nichts. Und du... Komm mal ein bisschen näher. Okay, verbesserte Ziehbombe. Hallo, du ist... Was war denn das jetzt? Schaden? Was? Wie? Wo? Wann? Puh, ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was hier passiert ist, aber... Okay. Jetzt spannend. Na, upsa, sorry. Das ist jetzt sehr spannend. Nico ist natürlich komplett dort, wo er nicht sein soll. Stefan. Stefan hat eine Frostbombe. Stefan... Ha, das Overwatch. Christian, kannst du irgendwas machen? Nee, Holly, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Das sieht relativ komisch aus dem Umkreis da raus. Das ist schon mal gut. Axtwurf. Phantom 99. Codex Prime. Der hat ein Schild. Sehr schön. Einmal Overwatch entfernt. So, Codex Prime. Codex Prime. Da müsste ich natürlich drin. Okay, hier bin ich eigentlich raus. Reicht das überhaupt? Oder muss ich hier drin? Hier würde ich. Ja, hier trigger. Ne, hier trigger ich K-Overwatch mit Stefan. Ich hoffe, es nicht. Nein, tue ich nicht. Sehr schön. Frostbombe. Nee, ich grinse nicht. Der steht da komplett woanders da. 74, 250. Ach, der sieht den auch gar nicht.
Jetzt lass mich mal überlegen. Tim. Tim triggert aber Overwatch. Das ist aber ungut. Boah! Kampfpräsenz wäre hier eventuell. Kampfpräsenz wäre hier was. Ich muss gerade überlegen, oder ich nutze dich, um einfach Overwatch zu triggern. Wieso eigentlich nicht? Hopp, sei mutig. Lass ihn. Jo. Einmal frei. Guter Mann. Guter Mann. Jetzt kann der Tim zum Beispiel hierher. Und was kann der Tim tun? Gefechtsprotokoll nur auf denne. Ich könnte aber Kondensatorentladung. Denne, das bringt man momentan aber nicht so viel. Oh, das da wäre schon die Kondensatorentladung, muss ich sagen. Hier darf ich ja nicht so viel sprengen, weil hier ist mein Extraktionspunkt. Heranzuziehen, das ist gar nicht schlecht. 85%. Warte mal, wir kannten. Probiere ich doch. Das probiere ich direkt mal. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, Christian. Okay. Codex down. Ja, sorry. Phantom. Ja. Könnte ich eventuell sogar einen Stoke anbekommen. Ah, noch ends. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Tim, kannst du. Kann nichts machen. Der Stefan hat Sicht auf deine. Holly, wenn du deine killen könntest, oder wer ist denn dein Kollege? Christian, bringt man momentan nichts. Wo könntest du hin? Bringt man momentan gar nichts. Ich könnte Kampfpräsenz auf Stefan machen. Ja, das ist, denke ich, gut. Dann kriege ich mit Hilfe vom Stock das Phantom kaputt. Das heißt, ich habe nur noch deine Codex Prime. Komm du mal ein bisschen näher. So Reichweite hat er ja hoffentlich nicht. Und jetzt hat der Holly. Okay, Mimic Beacon, Mistding. Mit dem Holly natürlich zum Weg gehen. Genau, ich gehe mal aus der Sichtlinie. Zwei Trefferpunkte wieder hergestellt. Der heilt sich. Was ist denn das für ein übles Vieh? Der macht das Schild. Verbesserte Psychbombe auf der Holly. Das ist, wow. Ah, jetzt, warte mal. Dieser Schuft hat irgendwas. Irgendwo so drüber gelaufen, wo er konstant Schade kriegt. Und das ist ungut. Stefan, kannst du. Frag
den Schweinehund nur infrieren. Tim. Okay. So. Was da ist. Wo komme ich denn hin, wo ich denn. Upsa, sorry. Wie kann ich denn blöde. Nassim könnte noch einen Schuss machen. Warte mal. Das ist doch schon mal. Doch schon mal ordentlich. Hat allerdings keine Munition. Aber ich. Stefan, kannst du nicht irgendwie. Stefan kann nichts mehr machen. Wieso eigentlich? Stefan, wer ist denn dein Kollege? Der Nico. Nico. Wo, Nico? Da ist er. Klingt das hier so ab, was wenn ich mit Stefan hier keine Aktion mehr. Ich könnte dich höchstens sprengen. Das wäre aber was. Ich hab noch Endgranat. Guck ich mal. Also zuerst. Komm mal, Rage-Schlag, der ist kostenlos. Schade, okay, das war das Schild. Jetzt habe ich noch meine zwei Aktionen. Das heißt, ich kann nachladen. Ah ja, der ist tot. Der weiß es nur noch nicht. Oh, okay. gut, nix die Game. Das ist eigentlich unser Weg nach draußen. Können wir irgendwas hacken? Wir können tatsächlich irgendwas hacken. Gucken wir mal, was es gibt. Brauchen wir nicht mehr. Dann ging's. Gäbe vielleicht Informationen oder so. Das wäre ja ganz cool gewesen. Okay, alle Mann raus. Wir wollen demnächst nach Hause gehen. Kann schon direkt hoch. So, Christian, hierher. Okay, Holly, was ist mit dir? Geh mal hierher. Triggere mal irgendwas oder... Das ist jetzt Witz, oder? Das brauche ich jetzt nicht. Arkon Valkyrie. Puh. Stefan for the rescue. Stefan, wir brauchen eventuell eine Granate, eine Frostbombe. Wie weit kommst du? Nicht weit genug. Stefan hat das Kollege von Miku, das heißt, ich gehe hier hin. Nein! Okay, muss ich ein bisschen näher, dann kann ich Kondensatorentladung machen.
eventuell. Du bleibst erstmal da unten. Nassim, was ist mit dir? So, Christian. Boah, der kommt nun immer so weit. Was ist denn das? Betäubungsangriff. 80%. Holly hat verbessertes Teamwork auf den Christian. Allerdings Sturm und Schuss gefällt mir hier doch besser. Weil hier habe ich nicht noch ein Mimic Beacon. Ja, nicht. Ne, warte mal. Die Christian kommt als. Die Christian kommt definitiv als. Ach, das. Ne, sorry, jetzt habe ich sie wieder erfahren. Wollte ich doch gar nicht. Machen wir anders statt. T-Ns Kampfpräsenz, warte mal, manuelle Überbrückung. So, jetzt kann ich eventuell eine Kampfpräsenz machen. Ja. Das ist, denke ich, okay. Christian. Christian geht. Chilia, ne, evakuiere hätte ich nicht können. Ich sehe den Weg. Das ist sehr schön, dass du den Weg siehst. Okay, jetzt tut der Holly nämlich hingehen und schießt vorbei. Okay. Aber der Nico schießt nicht vorbei. So, jetzt machst du nämlich Kampfpräsenz auf ihn, ne? Der Plan ist nämlich, dass der Christian sich einfach so ins Freie stellt. So als Köder dient, weil er hat geparieren, so kann der Arkon machen, was er will. So, Tim muss so langsam kommen. Du machst gar nichts. Du kommst schon mal noch in Reichweite von dem Vieh. Taktische Analyse ist schon mal gut. Was gehst du hier hin? Du machst gar nichts. Na, umso besser. So, Stefan, kannst du. Okay, wir gehen jetzt so ab, geht's Risiko in. Der wird jetzt vor. Stefan hat das noch gar nicht, die Fähigkeit. Das ist hier interessant. Hallo? Tim? Wieso siehst du denn nicht? Gut, dann machen wir halt so schade. Auch gut. Unglaublich, wo der steht. So, schießen wir mal hier drauf. Ja, okay. Zumindest ist getroffen. Da haben wir nichts dagegen. So,
I just walk in. Huh. Ja, so gehe ich einfach dahin und. Gut, Nico. Mit dem komischen. Oh, Stecher, Bonusaktion. Na dann, vorne weg. Wow. Sehr schön. Oh, und er hatte Beförderung. Wie nice, wie nice. Gut. Wir sind hier fertig. Jetzt nur noch schnell alle raus. So, Christian, komm mal hierher. Oh, wir gehen jetzt längst mal alle gar. Es sammelt raus. Okay. Uli macht da Anfang. Weg. Nico. So, frisch beförderter Major. Stefan. Der muss auch unbedingt bald Beförderung kriegen, damit er diese Fähigkeit tritt, zuerst Granat abschieße und dann noch was mache. Die habe ich hier jetzt ein paar Mal vermisst. Timmy ist hier schon Colonel. So, neuer Colonel. Abhauen. Natürlich die VIP. Und unser Kollege vom Widerstand nehmen wir auch noch mit. Wieso eigentlich nicht? Oh, Christian. Du kommst auch mit, nicht zu vergessen. Okay, die Nachtlinge hat man wieder ins Truffgrid. Sehr schön. Zwei Verwundungen, nicht so schlimm. Christian, Man of the Match. Einmal frei. Nico, nicht schlecht, Knirps. Jo. Ah, er hat keine Auszeichnung. Naja, kommt noch, kommt noch. Okay. Dann tun wir nur noch schnell eine Beförderung verkaufen. Gentherapie. Na hopp. Kliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Hat der Sky Ranger wieder Verspätung? Dissidentenaktivitäten der Grund für die Schließung seien. Wahrscheinlich war sie noch mit dem Teigen in so einem Burgerlader. Immerhin können die Auserwählten ausgeschaltet werden. Nun, vor leicht verwundet 2 da, 3 da, super. Das ist ja quasi nichts. Ruhige Hand. Passt. Sehr schön, eine Avatar-Leiche. Das hat doch richtig was gebrungen, die Mission. Und mir ein Ende 90 Infos. Avatar-Fortschritt um 3 reduziert und mir reduziere es gerade nochmal. Ihre Truppen haben allen Gefahren getrotzt, die der Feind bislang aufgefahren hat, Commander. Das ist doch nicht schlecht. Wir müssen dennoch am Ball bleiben, bis die Erde von Edwins Griff befreit ist. Okay. Wir sammeln mal schnell das dort Zeug noch auf und gucken mal, ob dann irgendetwas fertig ist. Drei da, genau, zumindest unser Psy-Soldat. Tim ist wieder fit, sehr schön. Überragendes Ziel. Auserwählten Informationen, wieso eigentlich nicht? Schwarzmarkt. Ja, gucken wir mal. Ansonsten, ich habe 180 Info. Ich habe aber keine Vorräte. Kann ich mal Vorräte kaufen? Ich habe keine Infos. So ein. Warte mal. Oh, Grenadier. Ich habe noch keine Infos. Was ich mache könnte, ich könnte schnell ein bisschen Geld verdienen, weil mir brauche doch Slapdark nicht so viel als Sektoide-Leiche. Alien Legion, die Behalmamo. Brauchen wir auch nicht so viel. Alien-Kerne Behalmamo. Brauchen wir
Na, 15 Purifikatore brauchen wir nicht so viel. Vipern können wir mal behalten. Newtons können wir mal ein paar verticken. Brauchen so viel Phantome. Eigentlich Kenner, Berserker. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder Geld. Dann bauen wir hier doch ein Funkrelais hin. Setze Kurs auf die westeuropäische Zone. Das hat sich doch kurz gelohnt, denn der Besuch da im Schwarzmarkt. Belisha kann Beherrschung und trainiert inspirieren. DJ hat Stasis-Schild und Beherrschung natürlich. Und mir baue das Ding noch schnell fertig und das war's dann schon. Oh, sehr schön. Klasse. Okay, ist Avatar-Fortschritt. Der Avatar-Fortschritt ist jetzt irgendwo ganz unten. Leute ein wenig mitgenommen, aber wenn wir ihnen Zeit zur Erholung geben, wird das schon wieder. So, jetzt machen wir das hier definitiv. Im Hinterhalt ist mäßig. Das kann ich aber aufheben und Soldat verwundet. So, wir müssen auf den Major verzichten. Wie schaut's denn aus? Rio. Weil ich kann das. Ich bin doch so doof. Ich bin so doof, Jungs. Also. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Daniel. Hat doch negative Eigenschaften. Also. Das ist. Ach, haben wir dort Zeit verloren. Unglaublich. Okay, Major. Ist Jasmin nehmen wir mit. Stärken, wenn alle von dieser Nachricht erfahren. Es gibt aber immer einen Haken. So, Ronny ist wieder fit und Raffi, die müsste da mitkommen. Das sieht gut aus. Eva könnte man mitnehmen. Ja, jetzt denke ich mal nämlich der Ronny und der Raffi mit. Stimmt, also du nimmst Eva auf die Mission. Der Templer. Ja, mach halt. Und noch ein Soldat. Nico, Spezi. Machen wir. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Okay, noch schnell irgendwas, was mal fertig triggere könne. Oh. Und schon haben wir einen Guerilla-Einsatz. Wir gucken mal noch schnell. Advent hat sich zurückgezogen und nur Verlorene zurückgelassen. Das heißt, Feuerschutzschüsse verfehlen immer. Juckt mich jetzt nicht so viel, mir kriegen Vorräte. Der neue Arktis-Ingenieur, den brauchen wir gar nicht. Das da wäre eventuell wichtig. Avatar-Projekt könnte man eigentlich machen. Ich guck mal schnell, ob es irgendwas Wichtiges ist. Oh, das da wollen wir gar nicht. Dann wissen wir, was wir konnten. Das hat sich eben ergeben. Und zwar nicht das hier. In der Arktis. Genau, weil das wollen wir gar nicht. Was ist das da nochmal? Ja, okay, gut, wir haben eben so viel abgebaut. Dann kannst du es als Werte zumachen. Das juckt mich momentan gar nicht. Wir gehen also in die neue Arktis. Schnappen unseren Ingenieur, den wir nicht brauchen. Ja, ne, Krosaliden König, okay. General, Elite-Soldat, Codex Prime. Gut. Setze Kurs auf die Arktis. Das ist eine Mission im General, sprich, ich hätte gerne mein Scharmützler. Dann will man wohl noch schnell die Jungs ausrüsten. Und zwar Schnitter, Jasmin, Raffi, Bonnie, Spezialist, Grenadier, Scharfschütze, eventuell Ranger. Ich könnte Jay mitnehmen. Angst vor Sektoiden, haben wir Sektoide dabei? Nope.
Dann nimm mal Jay mit. Und Ranger wäre eventuell gut. Eventuell der Rio. Der Holly. Holly, wieso eigentlich nicht? Der muss noch auf dich kriegen, aber der Rio auch. Aber der Rio kann ich noch ein bisschen erholen. Kommt der Holly mit. Das ist, denke ich, mal okay. 15 AP, ne, du brauchst ja schon noch mal links. Okay, ziehen wir das noch schnell durch. Du nimmst diese Schattenlanze und warte mal, das da, warte mal noch, was du kriegst. Subtorgewehr. Das hier. Schädelstecker nehmen wir noch mit. Affi kriegt das hier. Raffi kriegt 2 Frostbombe mit, Raffi kriegt Bluescreen, Droni, Nachtlanze, das hier, Nachtkralle, Bluescreen, DJ, Schaft, überragender Schaft ohne Zielfernrohr, das hier, was nimmst du mit, das hier, abbrechend eventuell. Ach, wieso nicht? Genau, und der Holly ist schon ausgestattet. Ich guck gerade, jeder hat, nicht jeder hat PKS, du hast noch kein PKS. Beweglichkeit. Bringt mir für dich eher nichts. Machen wir doch hier die Konditionierung drin. Das war's eigentlich schon. Ne, stopp, du brauchst natürlich keine Granate. Du brauchst panzerbrechende Munition. Ist auch keine Frage. Jay, Drachengeschosse. So, wir haben den Jay mit Stasis. Wir haben ein Mimic Beacon am Jay. Das ist natürlich äußerst schlecht, aber. Schwerer Mech. Ja, das kriegen wir. Da mache ich vielleicht noch anders stark. Gucken wir mal. Aber wir machen das jetzt erstmal Cut. Und beim nächsten Mal machen wir die Mission und schauen wir mal. Bis dahin dann. Bye, bye.